die Enden des seeseitigen Rohrstränge der Nord Stream 2. Sie können jetzt hier auch noch die Reste, sage ich jetzt mal, der jeweiligen Ankerblöcke sehen. Das sind also große Betonblöcke, die um das Rohr herumgegossen wurde, um halt die Bewegung des seeseitigen Rohrabschnittes hier abzufedern. Die beiden Rohre sind jetzt hier erst einmal versiegelt und wir bereiten jetzt den sogenannten Schwanenhals vor. Das ist also ein S-förmiger Rohrabschnitt, der dann das Rohr vom unterirdischen Bereich dann auf den überirdischen Bereich führt.